So. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit Tobias von IUM. Genau. Heute haben wir ein Thema. Es geht um Medien, negative Nachrichten. Mir ist es wieder kürzlich aufgefallen. Ich habe mein E-Mail-Konto bei GMX und jedes Mal, wenn ich meine E-Mail abrufen möchte, kommt dann immer so die Startseite, wo man sich einloggen kann und dann bekommt man das eben so mit, was da so für Nachrichten aufploppen. Und mir fällt immer wieder auf, schon seit Jahren, dass es meistens negative Nachrichten sind. Irgendein Drama, irgendein Unfall, irgendein Toter, irgendein Unwetter. Also man wird, oder irgendwelches politisches Säbelrasseln, sage ich jetzt mal so. Also man wird immer mit, oder oftmals mit Negativnachrichten konfrontiert. Also nicht nur in den Öffentlich-Rechtlichen. Ist es ja auch so, wenn man sich die Nachrichten anschaut, ein Großteil der Nachrichten bestehen einfach aus Negativnachrichten. Es sind keinerlei oder wenige Nachrichten dabei mit positiven Schwingungen, sage ich jetzt einfach mal so. Was einen so das Herz erfreut, das sind meistens irgendwelche negativen Ereignisse in der Welt oder in Deutschland oder in Europa. Und ich schaue ja schon seit, ich glaube, 3-4 Jahren kein Fernsehen mehr und ich höre auch seit 3-4 Jahren kein Radio mehr. Und ich muss sagen, mein Leben ist dadurch viel friedlicher, viel ruhiger geworden, weil ich auch immer wieder gemerkt habe, wie einen das manipulieren kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wie, wenn man immer wieder diese Negativnachrichten, da gibt es eine Auseinandersetzung und da ist das gescheitert und da ist das und da ist dies, dass man so das Gefühl hat, auf der Welt passieren nur, ja, nur negative Ereignisse. Ich sehe es so ein bisschen zweischneidig, weil wenn alles negativ um dich rum ist, ist es viel wichtiger, dass du positiv bist. So. Mhm. Was bringt es, wenn du dann auch noch schlecht drauf bist? Und die meisten lassen sich von sowas total beeinflussen und runterziehen. Und es ist immer eine Frage von Bewusstsein, wenn man merkt, dass ja, vieles davon eh keine Fakten sind, sondern viele Annahmen da dabei sind. Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich halte es nicht so für schlecht. Ich meine, es ist auch wieder nur ein Widerspiegeln, finde ich, vom Bewusstsein auch der Masse. Weil ich meine, die Medien bringen nicht irgendwas, wo nicht geschaut wird. So. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Ja, das ist aber auch meist, worauf die Menschen klicken oder was sie lesen wollen, was sie anschauen, weil irgendein Drama, irgendwas Schlimmes ist passiert, da stürzen sich die Menschen drauf. Ja, die meisten Menschen sind halt angstgesteuert und brauchen dieses Drama und das Ganze. Und deswegen kommt es halt auch in den Medien. Und ich denke, das Wichtigste ist, wenn man wieder bei sich Klarheit erlangen möchte und ein bisschen in einen stabilen Zustand kommen möchte, dass man eine Zeit lang das erstmal beiseite lässt. Weil die eine Gefahr ist heutzutage auch daran, früher war es nicht möglich, dass eine Nachricht innerhalb von ein paar Sekunden um die ganze Welt verbreitet wird. Heutzutage im Internet mit den Medien ist es möglich, dass eine Nachricht so Kind fällt in den Brunnen, wird auf der ganzen Welt verbreitet. So. Und dann wird es weiter gesponnen in den Köpfen und da entsteht plötzlich eine Riesenangst. Dabei, früher war es vielleicht viel brutaler, es gab mehr Kriege früher. Aber heutzutage, wenn halt irgendwo ein Kind in Afrika in den Brunnen fällt, dann kommt es irgendwo in den Medien und dann hat plötzlich, ja, wenn irgendwo ein Krieg ist, dann spritzt halt das Blut in dein Wohnzimmer. So, direkt. In jedes Wohnzimmer. Früher war es so, die Leute haben vielleicht noch mitbekommen, wenn im Nachbarort Krieg ist oder wenn im eigenen Dorf Krieg war. Aber wenn da irgendwo weiter weg mal was los war, was irgendwie auf einem anderen Kontinent war, das war sowieso mal ganz fern. Und dementsprechend war da auch nicht so eine Panik. Einerseits ist es wirklich gut, auch dass das mal rauskommt, dass es solche Sachen gibt und so, weil es sind einfach nicht schöne Sachen. Aber andererseits verfallen viele Leute dann in so eine Angstspirale und gerade anfangs denke ich, halte ich es für gut, sich da mal komplett rauszunehmen, eine Zeit lang mal gar keine Medien anzuschauen. Weil viele, ja,
haften dann an diesen Glaubenssätzen fest. Also ich kenne immer wieder, ich sage, die meisten, 90% der Leute, mit denen ich rede, sagen mir dann immer, nee, ich glaube ja auch nicht, was da gesagt wird, ich höre es mir halt an. Aber ich merke ja dann aus dem Kontext, wenn ich dann über andere Sachen rede, jetzt nur als Beispiel, wenn ich irgendwie über eine Ernährung rede, dann kommt mir immer irgendjemand, redet irgendwas mit Kalorientheorie zum Beispiel. Und da steckt es ja sogar schon im Namen, dass es eine Theorie ist und nie irgendwas, wo in der Praxis so nachvollzogen wurde, wurde nie bewiesen. Aber das ist den meisten dann nicht bewusst. Wenn man bewusst ist, dann kann man das auch sehen, hey, das ist eine Theorie. Okay, könnte es sein, dass da was stimmt? Dass das könnte sein, aber es wurde nie bewiesen. Und das muss einem dann immer wieder bewusst sein. Und manche Sachen werden da halt gebracht und es geht so unterbewusst bei den meisten Menschen, weil mir erzählen ja dann immer alle, dass sie gar keine Glaubenssätze haben. Aber man merkt es dann einfach im Kontext, wenn man sich unterhält. Genau, und deswegen würde ich halt jedem raten, das erstmal komplett am Anfang auszustellen. Und dann, wenn man langsam eine Stabilität bekommen hat durch Atemübungen, Meditation oder sonstiges, wenn man ein anderes Bewusstsein langsam entwickelt durch gewisse Übungen und Techniken, dann finde ich, kann man sich sowas auch mal wieder anschauen, aber selbst dann ergibt es meistens keinen Sinn. So, weil, also, genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Also ich habe ja damals gemerkt, ich konnte keine Nachrichten mehr schauen, kein Radio mehr hören. Es ging einfach nicht mehr. Ich musste mich dem immer entziehen. Ich musste den Raum verlassen. Also auch wenn ich das jetzt irgendwo anders höre, ich kann mir das nicht lange anhören. Ich muss dann einfach rausgehen. Das hat, ich denke, auch schon was damit zu tun, dass sich mein Bewusstsein entwickelt hat. Und dass ich gar nicht mehr so empfänglich dafür war, aber das auch nicht so in mein Bewusstsein reinlassen wollte, was da so erzählt wird, was da so gesagt wird. Und wie gesagt, mein Leben geht wirklich damit. Und wie du auch schon sagst, worum soll man sich das dann auch später überhaupt noch antun? Ich meine, gut, man kann einfach mal schauen, was ist gerade so, was ist gerade so in den Köpfen der Menschen, was soll gerade in den Köpfen der Menschen sein, mit was sollen die sich gerade beschäftigen. Ja. Das ist mal immer interessant, aber ich versuche auch immer, wenn ich mir doch mal eher alternative Nachrichten anschaue, einfach was passiert gerade in der Welt, auch die Vogelperspektive einzunehmen. Was passiert gerade, warum, wer hat was davon? Ja. Und es ist oftmals immer, ich komme manchmal zu ganz anderen Schlüssen, als das, was so in den Nachrichten verbreitet wird. Ja. Und wir leben ja auch in einem Informationsalter und das ist genau der wichtige Punkt. Viele Leute drehen sich so im Kreis und eignen sich unglaublich Information an. Aber Information bedeutet nicht Erfahrung. Du musst aus Wissen Weisheit werden lassen und du musst es anwenden und zur Erfahrung werden lassen. Das ist auch wie wenn ich, du kannst irgendwie ein Buch schreiben, wie schmeckt es, wenn ich in der Orange beiße. So. Aber wie willst du das beschreiben oder wie ist es, Achterbahn zu fahren? Dann beschreibst du das mit irgendwelchen Dingen, die man vielleicht schon kennt. Und kann das da ein bisschen gut vermitteln, aber im Grunde geht es darum, sich in eine Achterbahn zu setzen und da zu fahren und es zu erleben. So. Es geht nicht darum, darüber zu reden, was man nicht erfahren hat. Und das ist genau der Punkt, da dreht sich oft sowas im Kreis und die Leute wollen immer mehr wissen, oh, was könnte ich denn da machen? Du musst mehr bei dir erst handeln und arbeiten. Ja. Und da was ändern und es zu einer Erfahrung werden lassen. All das Wissen ist völlig nutzlos, wenn du es nicht zur Erfahrung werden lässt. Dann ist es immer nur, selbst wenn es eine wissenschaftliche Studie ist, wo du komplett die Zahlen schwarz auf weiß siehst, selbst dann kann das irgendwie verdreht sein, kein Messfehler und so weiter dabei sein. Es ist keine Realität, keine Erfahrung für dich, solange du das nicht selber nachvollzogen hast. Und vor allem, wir Menschen, wir sind ja auch nicht gleich. Wir haben verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Sozialisierung und so bestimmte Studien, die sind auch nicht auf alle Menschen übertragbar. Mhm. Man muss es einfach selbst erfahren. Da können bei verschiedenen Menschen ganz andere Ergebnisse rauskommen. Ja, genau. Und dann braucht dir auch niemand mehr was zu erzählen, dass es irgendwie so und so ist. Wenn du es machst und wenn du es erfährst, dann kannst du wirklich darauf hören. Weil ich meine, hörst du auf jemanden, wenn du dir ein Coaching buchst und sagst, hey, ich will eine Firma gründen, ne? Hörst du auf jemanden, der 10, 20 Jahre das studiert hat und noch nie eine Firma gegründet hat? Oder hörst du auf jemanden, der schon 5 Firmen irgendwie gegründet hat? So, auf wen hörst du? Du hörst normaler, wenn du intelligent bist, hörst du auf den, der die Erfahrung hat. Und nicht auf den, der irgendwie Wissen. Heutzutage, wie gesagt, auch ist es oft so, 10 Bücher sind da. Dann liest jemand 10 Bücher und schreibt ein 11. drüber. Ohne was zu erfahren darüber. Der hat es nicht erlebt und schreibt einfach eine Zusammenfassung und so gibt es tausende von Büchern, die eine Mischung aus verschiedenen Sichtweisen und Vorurteilen oder Annahmen sind oft, weil es nicht aus Erfahrung hinaus entsteht. Du hattest ja auch mal ein Video gemacht, dass du das Gefühl hast, in den Nachrichten
sind ganz oft nur Annahmen, das sind gar keine Fakten, ja, die belegt werden. Ja, das finde ich halt auch, weil oft ist es einfach nur, das fand ich nur interessant, ich hatte nämlich seit langem mal wieder irgendwie im Auto dann Radio gehört, weil ich mit der Familie unterwegs war und dann war das Radio an und dann war da zum Beispiel sowas wie, es wird weniger getrunken oder weniger Alkohol konsumiert in Würzburg. Und dann dachte ich mir, was ist das für eine Aussage? Oder bei Testkäufen wurde weniger Alkohol. Sag doch einfach, hey, die Zahlen, wie viel bei Testkäufen diesmal war es so und so. Ja, warum nicht einfach die Fakten? Gut, Fakten kann man dann auch wieder verdrehen, wie man möchte. Aber meist sind auch so viele Emotionen dabei, sowas wie Russland ist empört, war dann in den die Nachrichten. Die Welt ist empört, genau, das finde ich auch immer so. Die Welt, ja, ist die Welt. Ja. Und wer sagt, dass die empört ist? Ist das nicht vielleicht eine Mischung? Das ist ja jetzt nur deine subjektive Wahrnehmung. Warum nicht einfach der Fakt, das ist passiert, sich da ganz an das physische mal halten, was da passiert ist. Hey, ein Auto ist gegen die Wand gefahren. Und nicht rasante Überholjagd und vermutlich, was weiß ich, so einfach mal mehr bei den Fakten bleiben. Aber das kann man, wenn man wieder bewusst wird, dann merkt man das sowieso, was davon Annahmen sind und was nicht. Aber am Anfang ist es vielen halt nicht so bewusst, auch wenn ihnen das wiederum nicht bewusst ist. Ja, deswegen würde ich am Anfang immer mal eine Zeit lang empfehlen, das einfach mal. Ja, deswegen schätze ich auch Nachrichten oder mich mit Themen zu befassen, die erstmal wo differenziert wird und wo verschiedene Seiten beleuchtet werden und wo vor allem auch die Vogelperspektive. Ich finde es immer so wichtig, von oben drauf zu schauen, worum passiert was. Und ich kann da gar nicht mehr so eindimensional denken wie früher. Es geht einfach nicht mehr mit einem gewissen Bewusstsein. Also, man kann auch sagen, muss man sich überhaupt mit den Sachen beschäftigen, die gerade hier so passieren? Man könnte ja einfach nur so sein eigenes kleines Leben leben im Hier und Jetzt und dankbar sein für das, was man hat und die Zeit genießen. Aber zum Beispiel gibt es ja auch Menschen, die sich gern, ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die sich gern Fragen stellen, die gern mehr wissen wollen. Ich wollte schon immer wissen, was so die Welt zusammenhält, wie die Welt so funktioniert. Ich hätte natürlich nie damit gerechnet, zu den Erkenntnissen, die ich heute gekommen bin, aber mich interessiert es einfach, wie andere vielleicht gern stricken oder Sport machen. Ja. So beschäftige ich mich gern mit bestimmten Themen, aber ich schaue immer, dass die nicht zu sehr mich in Besitz nehmen. Ja, das ist das Wichtige. Dass ich mich nicht zu sehr drin verliere und dass ich immer einen guten Ausgleich habe mit dem Hier und Jetzt, mit lieben Menschen um mich herum, heute hier in der Natur zu sein, stundenlang, oder mit meinen Kindern rauszugehen, einfach mich wirklich mit schönen Dingen im Hier und Jetzt zu beschäftigen und auch dankbar dafür zu sein, was ich habe. Ja. Also so eine gute Mischung finde ich ganz wichtig und sich eben nicht so von Negativnachrichten oder auch wenn man irgendwas herausgefunden hat, wo man meint, oh, das zieht ja jetzt hier den Boden unter den Füßen weg, das ist mir auch mehrmals passiert, dass man sich immer wieder ausbalancieren kann. Und ich finde, das gelingt mir in den letzten Jahren recht gut, eben durch das Bewusstsein. Ja, genau. Das jetzt, weil viele immer so, was ist Bewusstsein? Es klingt immer so banal und pauschal, aber den meisten ist es eben, wie ich schon gemeint habe, meistens nicht bewusst und man kann es ganz schön vergleichen mit einem Kino. Du hockst irgendwie im Kino und weil du so identifiziert bist mit der Hauptrolle oder was, da irgendwie verliebt bist in den Hauptdarsteller und du bist so eingesogen von dem Film. Irgendwann vergisst du, dass du im Kino hockst und du denkst, das ist eine Realität, alles dunkel außenrum. Und wenn du dir aber jeden Moment bewusst bist, dass du im Kino hockst, wenn du dir irgendwie sowas anschaust und jeden Moment bewusst bist, hey, hier ist gerade das, ist die Realität und das ist einfach nur eine Information, die ich gerade lese. Das ist gerade ein Film auf der Leinwand, den ich schaue. Wenn du dir das jeden Moment bewusst bist, dann kannst du solche Sachen auch wieder schauen. Aber das ist wirklich schwer und es ist ein langsamer Prozess, dieses Bewusstsein aufzubauen. Ja. Das ist ein interessanter Vergleich. Ja, so könnte man es ungefähr Weil den meisten sehen. Ist es nicht bewusst, dass ihre Gedanken keine Realität sind. Noch nicht so. Gedanken können Realität werden, aber sie sind es nicht. Und meistens leidet man Sachen, die noch nicht eingetroffen sind, also die nicht existieren oder die schon passiert sind, weil man die immer wieder im Kopf durchspielt. Und das ist dann eigentlich eine Krankheit. So. Ja. Wenn man wegen Sachen leidet, die gar nicht sind gerade. Ich meine, es reicht, wenn du dich gerade geschnitten hast, dann kannst du dich schlecht fühlen, dann spürst du den Schmerz sowieso. Glaub mir, den spürst du an deinem Körper. Du musst dich nicht vorher schon reinsteigern und denken, ich schneide mich. Du machst einfach das, was nötig ist, damit du dich nicht schneidest und lernst, mit einem Messer umzugehen. Da fällt mir das wieder ein. Ich glaube, das hat man in irgendeinem Video, habe ich dich auch schon drauf angesprochen. Du hattest mir irgendwas gepostet. Wie war das? Hast du ein Problem? Wie war das, wenn ja, das ist der Spruch. Kannst du es ändern?
Und dann war so, ja, diese ja, drei Möglichkeiten. Kannst du das ändern? Ja, warum machst du dir noch Sorgen? Wenn du es nicht ändern kannst, warum machst du dir noch Sorgen? Es gibt genau. Dinge, die kannst du erstmal aktuell nicht ändern. Warum sich Sorgen machen, warum sich schlecht fühlen. Man muss irgendwie deine Lösung, ich meine, eine Lösung finden, in seiner Balance zu bleiben und bestimmte Dinge einfach erstmal zu akzeptieren, die sind, weil man sie nicht ändern kann. Das ist so ganz wichtig. War auch für mich eine ganz wichtige Lektion. Genau. Ja, wenn man eine Situation hat, entweder akzeptieren oder verlassen. Oder ändern. So, die oder drei ändern. Möglichkeiten. Genau. Oder verlassen. Entweder du änderst sie, wenn es nicht funktioniert, dann verlass sie. Oder du akzeptierst sie, wenn das alles nicht möglich ist. Aber du brauchst dir nicht deswegen Sorgen zu machen. So, du machst das, was nötig ist. Ja. Das waren unsere Gedanken zu diesem Thema. Uns interessieren natürlich eure Gedanken, eure Erfahrungen zum Thema Medien, Negativnachrichten. Was sind eure Erfahrungen? Wie geht ihr damit um? Schaut ihr überhaupt Nachrichten? Das würde uns sehr interessieren. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Wir genießen jetzt hier noch ein bisschen das Ausklingen des Potlucks. Und bis bald. Ciao. Ciao.